So ist das. Schöne Szene jetzt und auf dem Spielfeld. Mit der Nummer 10, gerade eben eingewechselt worden bei den Braunen, Serdal Celebi, einer aus der Blindenmannschaft des FC St. Pauli. Ja, ein ganz spezieller Ball nämlich, Sie haben es vielleicht gemerkt, mit der Rassel, ja, oh! Nee, kriegt nochmal einen Versuch, der Serdal. Anhand der Rassel hört er, wo der Ball ist, wie der Ball liegt, wie er ihn schießen muss. Oh! Tolle Aktion! Ganz tolle Aktion! Sehr, sehr schön. Das ist auch das Besondere hier bei dem Verein. Die Fans, die haben alle ein ganz, ganz feines Gespür für solche Situationen, für solche Menschen. Und das ist einfach nur, ja, man kann es einfach nur lieben. Und er hat eine super Ballbehandlung, ne? Guck mal hin. Definitiv, ja. Fast so gut wie der Knolle, ne? Fast noch besser. Fast noch besser. 4-4. Großartige Szene und dementsprechend auch bejubelt hier im Milan-Torstadion. Serdal Celebi. Ja, Tormaschine Serdal Celebi, in der Blindenmannschaft schon mehrfach Torschützenkönig geworden, wenn ich mich recht entsinne. Serdal, großer, schöner Moment für Sie gerade? Ja, es ist echt faszinierend und es ist echt richtig, ich kann nur sagen, geil. Torschützenkönig war ich in der Blindenfußball-Bundesliga nicht, aber ich hatte 2018 Tor des Monats geschossen. Aber ich genieße das gerade, die Momente, die Fans, die Kollegen, die hier alle mithelfen, unterstützen. Das ist einfach Wahnsinn, wie man einfach sagen kann, die Menschen aufeinander zugeht ohne eine Hemmung. Und das finde ich einfach genial, dass man Fußball, egal was man ist, einfach verbindet.